Hallo meine Lieben, ich grüße euch zu einem weiteren Unboxing-Video von mir. Heute öffnen wir ein Paket und darin befindet sich ein Perlenstickbild. Ich habe bestellt bei der lieben Olga. Es war ein Wunschbild von mir. Ich habe sowas ähnliches, fast das gleiche Bild, auch schon mal bestickt. Ich habe es in einer anderen Farbe bestellt. Damals war es auch ein personalisiertes Bild und später kam es ins Sortiment von der lieben Olga. Und ja, ein paar von euch haben auch dieses Bild, glaube ich, schon zu Hause und sticken bereits daran. Von einer Person weiß ich. Und ja, nee, naja, ich will euch ja nicht länger auf die Folter spannen. Wir öffnen das Paket gemeinsam mal. Es ist ungewöhnlicherweise sehr schmales Päckchen, ein schmales Päckchen, wiegt aber, es wiegt viel und ich freue mich, dass ich es nun erhalten habe. Ich will da drin nichts verletzen. Ich denke mal, dass die Perlen ziemlich wenig Platz drin haben und wenn ich einen Beutel da drin beschädige, habe ich den Perlensalat. Ich bin ein wenig heiser, ein wenig aber nur. Und es ist früh am Morgen gerade. Ich mache es auf. Ich weiß nicht, wann ich es sticken würde. Ich glaube dieses Jahr nicht. Wirklich, dieses Jahr glaube ich nicht. Deshalb werde ich das auch nicht einräumen. Ich werde es so im Paket lassen. Aber ich denke spätestens zu meinem Geburtstag im Februar, Anfang Februar, werde ich es nicht mehr aushalten können und mich damit belohnen. Quasi ein Vorgeburtstagsgeschenk. Will ich nicht sagen, das soll ja Unglück bringen, hat man mir gesagt. Ich öffne es. Es wird den vielen nicht so gefallen, wie es mir gefällt, aber die, die mich kennen, wissen, ich liebe dieses Bild. Seht ihr, was ich sehe? Ich sehe was, was ihr nicht seht. Also es hat nicht viel Farben, wie ihr sehen könnt. Die erste Farbe. Habe ich wieder gekleckert bei Fingerlang lackieren. Gold. Zweite Farbe. Gold. Eher in Bronze. Rübergehend. Dann haben wir, also ist nicht viel an Farbe, ne? Wie ihr sehen könnt. Und hier drunter ist auch nichts. Aber so stabil verpackt, so dass nichts aufreißen kann. 310. Und das wie, ich habe mir extra eine Waage mitgenommen. Und wollte es mit euch spielen. Das ist sehr viel schwarz. Das ist erschreckenderweise viel schwarz. So, machen wir mal hier auf. Hinstellen. Auf Null. Ich bin mal gespannt. Ich will mal alles hier drauf haben. So. 1 Kilo 22 Gramm. Über ein Kilo. Oh, jetzt konnte ich das gar nicht zeigen. Wiegt es denn, wenn ich das so halte? Was, an was für ein Gewicht denkt er gerade? Machen wir mal 0 hier. Ist zwar auf 1. 1 Kilo 20 Gramm. Ich bewege das ja jetzt gerade in der Luft. Wenn man das auf dem Bild sich vorstellt. Das Bild, die Farben des Bildes. Diese beiden wiegen wie viel? Ich schau mal eben. Dari, nicht zugehen. So. Und diese beiden wiegen mal gerade 228 Gramm.
Also das hier ist 5x, 6x so viel wie das, wie die beiden anderen Farben. Dann haben wir hier Stoff, Nadel, Faden, Stift, ist das luftlöslich oder wasserlöslich? Faden, Nadel, zwei Stück, die kommen bei mir aber hier in die Reserveschublade. Und dann haben wir, das Bild habt ihr ja schon gesehen, Ace Pen. Das ist with Spice. Ich denke mal, das ist luftlöslich. Werden wir mal feststellen irgendwann. Und irgendwann möchte ich auch einen Test mit euch machen. Kam von meiner lieben Admin Jessie. Ich bedanke mich für den Tipp. Einmal ein Video machen, wie das ist, wie die wie die Stifte sich auflösen auf dem Stoff. Wasserlöslich, luftlöslich. Andere Stifte, wenn ihr Ideen habt, könnt ihr mir das gerne schreiben, welche Stifte wir testen sollen. Das ist mein Stoff. Mein Bild wird knapp 60 x 60, also knapp 62 x 62. Ihr könnt, wenn ihr euch ein Bild zum ersten Mal bestellt oder ein Bild beginnen wollt, die Seiten umnähen. Werde ich bei diesem Stoff, glaube ich, auch machen, weil der franzt, der geht mir zu weit, zu sehr auseinander. Hier, wenn ihr sehen könnt, da habe ich jetzt schon Fäden dran. Der wird wahrscheinlich sich zu leicht lösen. Das habe ich nicht bei jedem Stoff, dass das schon bei Beginn so viel ausfranst. Ich habe hier überall nämlich Fäden gerade. Gucken wir mal, wie viel Überschuss die Olga gelassen hat. Ich habe überall hier Fäden dran. Und das will ich halt nicht riskieren. Das ist, ihr habt es natürlich jetzt erkennen können, um welches Bild es hier geht. Meinen Stoff stelle ich mal zur Seite. Genau, es ist der Tänzer in Schwarz. Das sind die drei Farben. Die drei Symbole. Es fokussiert natürlich nicht heute, komischerweise. 14 Count, 60,7 mal 61,1. Also ich denke mal 60 mal 60, 62 mal gehen wir von aus. Also 62 cm zu 62, wenn wir das ausmessen wollen. Und das ist das Bild dazu. Ich habe es ja einmal, dass außenrum Gold ist. Und innen der Tänzer in Schwarz. Und jetzt ist es halt andersrum. Die will ich nebeneinander aufhängen. Und hier ist die Beschreibung, die Stickbeschreibung, wie man sticken kann, Perlenbilder. Dann habe ich Schema hier. Und das Bild besteht, das Schema besteht aus 35 Seiten. 35 Seiten Schema. Und wie ihr seht, auch das letzte Blatt ist komplett voll. Ich gucke mal dazwischen, ob ich... Wie viele Seiten besteht die oberste Reihe? 4, 5, 6, 7. Also, es sind nicht so viele. Oh doch, 60 mal. Die erste Seite besteht aus wie vielen Perlen? 40, 50 mal 60 Perlen. 5, 6, 7, 7 Seiten. Ja. Die erste Reihe, obere Reihe ist 7 Reihen. Und nach unten wahrscheinlich 5. Dann haben wir 35, oder? Ja. Genau. 7 in die Breite, 5 in die Länge unten. Was haben wir noch? Also, wie ich beginne mit einem Bild. Ich packe das mal wieder zusammen. Mein Schema soll ja nicht dreckig werden. Das kommt so. Ich kann ja den Stoff mit euch vorbereiten, ganz schnell. So. Da
Das können wir erstmal beiseite tun. Nadel und Faden und Stift tue ich nicht mit bei. Tue ich nach hinten. Was haben wir nun hier? So, ich lege meinen Stoff erstmal so hin. Umnähen werde ich es mit euch jetzt erstmal nicht. Also wir gehen davon aus, dass unser Bild 62 mal 62 ist, ne? Um zu gucken, ob wir, wie viel wir an den Seiten jeweils freilassen können, messen wir. So, 30. Moment, ich sag's euch direkt. 60 mal 60 plus 17, 77. 77 Zentimeter. Abgezogen 62 bleibt 15. 15 Zentimeter Überschuss in der Breite. Ich schreibe mir das kurz auf. Wo schreiben wir das denn mal auf? So, wir haben so 77, also 15 cm. Jetzt messen wir mal so. Normalerweise schreibe ich das nicht, aber ich merke mir das nur, damit ich es euch in ungefähr zeigen kann. Das tue ich mal zur Seite, damit ich Platz habe und meine Caroline auch. Coraline. So. 30. Ich merke mir hier einen Punkt. Und 14 sind 74. 74. Also gehört das Bild 74. Das hatten wir 74 cm. Wenn mir 62, also ich habe ja 60 mal 61 eigentlich das Bild, aber ich habe ja gesagt, damit ich ein Quadrat für mich bilden kann. 74 minus 62 sind 12 cm. Ich will mir das nicht zu umständlich machen. Ich lasse an allen beiden, an allen vier Seiten 6 cm auf. Moment, ich schaue mal eben, wie viel sind 6 cm. Vier Finger sind 7 cm. Ich sehe es gerade, 7 cm. Okay, habe ich das gleiche Prinzip eigentlich, 7 cm. Wenn ihr sehen könnt, so bei 0 angelegt. Und hier, ich bin jetzt ein bisschen verrutscht, knapp 7. Das ist einfach grob gerechnet. Wir können es natürlich so machen. So, ich hole meinen Stoff ein bisschen. Natürlich, wenn ihr nicht vier Finger wie ich nehmen wollt, so, sondern lieber mit einem Lineal arbeitet. Ich zoome euch ein bisschen näher. So, ups, das war zu viel. Nee. Ich ziehe mal meinen Stoff ein bisschen nach rechts. Sieben. Und hier auch sieben. Das ist zu viel. Hier. Sieben. Das ist die Höhe, wo wir anfangen müssen. Dieser Punkt. Es muss nicht haargenau dieselbe Stelle sein, weil das würde irritieren. Ich mache es eben mit euch.
wie ich anfangen würde jetzt. Ich kann doch nicht umnähen, so viel ist nicht über, leider am Stoff. Hätte ein bisschen größer sein können. So, ich suche mir einen Punkt aus in dieser Höhe ungefähr. Was uns nicht irritiert. So, hier suche ich mir einen Punkt aus und ziehe es runter. So, dieser Strich, da kommt meine erste Perle drauf. Das ist von oben nach unten werde ich das komplett durchziehen. Und hier auch die erste Reihe in die Breite, da kommen die Perlen drauf. Das kennt ihr, dieses Vorführeffekt, wenn man einem auf die Finger schaut, die Person, die kann das noch so gut, aber ja. Klappt dann halt nicht, ne? Ich stehe auch weiter weg vom Dingens. So. Was ich dann mache, ist, ich kann so nicht drauf schauen. Ich muss über den Bildschirm. Ich habe hier auf eine Reihe Löcher, habe ich meinen Strich gezogen. So, hier würde ich anfangen. Immer wenn ich das vorführe, habe ich den Vorführeffekt, dass ich mich dann verzähle. Ich muss von weiter weg zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nach der 10. Oh, Moment. Ich muss doch mit meinem Auge dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zwischen der 10. und der 11. kommt mein Strich. Das ist schwer zu zeigen, ich weiß. Und nach unten rum, unterm Strich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wenn ich es richtig gemacht habe. Ich will jetzt nichts Falsches machen. So, das ist dann so ein Zehner. Ich stehe so weiter weg. Ich kann das nicht sehen, Leute. Ich müsste dafür eine andere Halterung haben, um es besser zu zeigen. Das würde sich halt, ich würde das probeweise Zehnerraster einmal sticken. Ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gemacht, den Zehnerraster. Es ist einfach. Normalerweise nach dem Strich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Löcher zählen, Strich ziehen. Nach dem Strich rechts 10 Löcher zählen, Strich ziehen. Wenn ihr nach unten hin diese Raster ziehen wollt, dann müsst ihr unterm Strich gucken und dann 10 Löcher zählen, einen Strich ziehen. Unterm Strich, immer unterm Strich zählend. Da kommen 100 Perlen drauf. Aber ich sitze zu weit weg und mein Stuhl ist ganz, ganz weit weg hinten. So, ich versuche es jetzt nochmal. Ich habe Angst, dass ich mein. Ich sehe es schon. Hier habe ich schief gezogen. Das könnte mich ziemlich irritieren. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Nee, eins, zwei, drei, vier. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Strich, 10. Loch. Ich mache einen Strich, genau. Seht ihr, da ist mein Strich. Rechts vom Strich gehe ich und zähle weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zwischen dem 10. und dem 11. Da habe ich meinen Fehler gemacht. Ich dürfte nicht auf die Löcher zeichnen. Da war mein Fehler. Mine, Mine, Mine. Also Leute, nicht auf die Löcher zeichnen, sondern zwischen den Löchern. Ich mache es von neu, ja. Ich bin total Banane. So. Nee. Das müsste ich jetzt beibehalten. Ich müsste dann hier schauen. So. Ja.
So, das ist meine Arbeitsweise. So, hier und hier. Da habe ich auch meinen grünen Punkt. Seht ihr den überhaupt? Nee. Das zähle ich mit. Das wird ja nicht abgeschnitten. Das zählt auch zu den Dingens. So, bündig. Bündig. Da könnt ihr das sehen. Ah, ich bin einen Finger weiter nach unten. Machen wir weiter nach unten. 1 cm. So, dass ihr ungefähr mit den 4 Fingern oben, ihr könnt den blauen Punkt sehen. Und hier 4 Finger. Das ist, muss nicht exakt sein. So, und da irgendwo gehe ich hin und mache zwischen den Löchern. Bitte nochmals darauf achten. Zwischen beiden Löchern unten und oben. So, mein Strich. Zwischen den Löchern meinen Strich. Links ist eine Reihe Löcher, rechts ist eine Reihe Löcher. Genau. Das kann ich hier bis nach unten ziehen, weil wir ja so viel Langeweile haben und nichts mit Hobbys zu tun haben momentan. Ach Gott, das ist schwer. Ich kann auch nicht mit Lupe arbeiten. Ich glaube, ich sollte auch meine Augen lasern lassen. Mein Mann und meine Tochter haben es gemacht. Die bereuen es kein bisschen. Die bereuen es, dass sie das nicht vorher schon gemacht haben. Ganz einfaches Prinzip. Achtet nicht darauf, dass ich ein bisschen mich dusselig anstelle, weil ich kann noch nicht mal 2 Eier zusammenschlagen. Wenn man mir auf die Finger schaut, ich bin so ein, ich weiß nicht, woran es liegt, warum es so ist. Man fühlt sich beobachtet und schon hat man, wie sagt man, manche haben 2 linke Hände. Ich habe in dem Moment gar keine Hände, wenn man mir auf die Finger schaut. Aber da ich ein YouTube-Video mache, sollte ich es jetzt können. So, nach dem Strich, wenn wir in die Länge unser Strich ziehen wollen, gehen wir von diesem Strich aus. Und wenn wir unseren Raster jetzt erstmal so machen wollen, rechts vom Strich zählen wir 10 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Moment, Mine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nach dem 10. zwischen dem 11. Manche machen ihren Strich auf die Löcher. Ich kann das so nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es geht schneller. Ich hänge dann aber wirklich mit dem Kopf auf dem Stoff. Das sind keine 5 Minuten, dann ist das komplette Bild schon eingezeichnet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Strich. So, ne? Und wenn wir, ja, ich habe jetzt gerade gesagt, wenn ihr in die Breite ziehen wollt. Jetzt habe ich aber selber in die Länge gezogen, nach unten. Total schlau von mir. Jetzt kommt's. 1, 2, 3, 4, ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Ich habe mindestens 1 Meter zwischen meinem Stoff und mir. Ich kann so nicht, geht nicht, klappt nicht, irgendwie geht's nicht. Deshalb mache ich meinen Raster jetzt nicht zu weit groß, wenn ich mich nämlich verrechnet habe. Ich hoffe, ich konnte euch das Prinzip erklären. Das, was wir hier gezogen haben, sagen wir mal, unser erstes Schema hat hier 10, 20, 30, 40, 50, 60, ja?
Wir ziehen einfach über die 60 hinaus. So. Einfach mal gezogen. Wenn es auch falsch ist, es ist waschbar. Weil dann weiß ich, wenn ich nachher auf der nächsten Seite 2 bin, wo die 70 anfängt. Ich brauche die ganzen Löcher nicht nochmal zählen. Geht nach unten genauso. Sagen wir mal, hier hört 60 auf. Ich ziehe es nur ein bisschen weiter nach unten. Und ich kann dann erkennen, wenn die Seite hier zum Beispiel, das ist, sagen wir mal, die erste Seite. Es ist waschbar, keine Sorge. Sagen wir mal, das ist die erste Seite. Ich mache einfach jetzt so, damit ich das Grundprinzip euch erklären kann. Ihr braucht nicht euer Ganzes. Das ist nur so provisorisch jetzt gemacht. Zum Erklären. So, wenn wir jetzt richtig alles gezählt haben sollten, ja, gehen wir hin, ziehen die Striche etwas länger. Hier sind alles Perlen. Und wir wollen Seite 2 sticken und hier wäre Seite 8, weil wir haben ja 7 in die Breite und 5 in nach unten. Ich weiß später, wenn ich hier 70, 80, 90 machen möchte, Seite 2, brauche ich nur noch diese und nach unten diese Rasterstriche ziehen. Aber viele, die ohne Raster sticken, brauchen das Ganze natürlich nicht machen. Aber wenn ihr gesehen habt, ich habe das komplette Bild vorgezeichnet gehabt, weil ich dann eventuell nicht Seite für Seite, sondern auch gesprungen bin. Das ist gefährlich. Das könnt ihr nur machen, natürlich, wenn ihr erstmal ein, zwei Seiten gestickt habt und seht, okay, meine Raster sind richtig eingezeichnet. Ich habe jetzt so viel geredet und fast nichts. Keine Sorge, wird nicht ernst genommen. Das ist nur zu als Beispiel hier drauf gezeichnet worden. Ich will manchmal was erklären und dann kriege ich das manchmal nicht so erzählt, wie ich es eigentlich rüberbringen möchte. Viele tun sich schwer, was Rasterzeichnung angeht. Es ist wirklich nicht schwer. Die gerne auf die Löcher ihr Strich ziehen, das kann ich nicht erklären. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich ziehe es, ach so, was ich noch zeigen wollte. Die noch nicht bestickt haben und auch noch nie Kreuzsticken gemacht haben. Wenn wir anfangen zu sticken, kommen wir erstmal, wir haben keine Nadel, also ja, was heißt keine Nadel, keine Perle, nur Nadel und Faden zusammen. Wenn wir unsere erste Perle aufsetzen müssen, kommen wir von unten mit der Nadel hier raus, hier links in dem Loch, in diesem Loch hier. Dann nehmen wir eine Nadel, gehen hier rechts unten rein und hier oben das erste Loch, was ihr sehen könnt, hier. Rechts neben dem Punkt, wo ich gesagt habe, wir fangen hier an, hier kommen wir, nehmen wir hier eine Perle, stechen hier ein, kommen hier oben raus und dann immer eins, dann seht ihr, die erste Perle sitzt fest, wenn wir hier in diesem Loch sind, die zweite sitzt hier fest, die dritte sitzt hier, die vierte hier, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte und zehnte. Wenn wir jetzt nochmal eine Perle nehmen, sind wir hier direkt, die erste Perlenreihe gehört auf den Strich. So, wenn wir hier sind, haben wir ja gesagt, haben wir die 10. dran. Wir nehmen noch eine Perle, sind bei der 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Links von dem Strich haben wir die 10. Perle, rechts von dem Strich haben wir die erste Perle drauf. Also wenn wir wenn wir uns nach den Löchern richten. Wenn ich meistens hier dran bin, hier weiß ich, ein Raster hört auf und hier beginnt das nächste. Und hier drauf liegen die Perlen. Ich habe jetzt der Herr, und ich habe ja das komplette Bild mit Rastern vorher gezeichnet
Und wenn ich den fertig bestickt habe und es besteht ja nun mal aus dunklen Perlen, werde ich meine Zeichnung und darunter nicht waschen brauchen. Es kommt auch immer darauf an, manchmal müsst ihr die eure Raster gar nicht wegwaschen oder Luft trocknen lassen. Ich nehme immer wasserlösliche Stift. Die Luft trocknen, damit habe ich immer mehr Arbeit. Aber jeder wird so, wie er am besten kann. Man sollte alles getestet haben eigentlich und dann für sich selber entscheiden, welcher Arbeitsstil ist mein Stil, welche Organisations- oder Sortierungsmöglichkeit ist meine Sortierungsmöglichkeit. Und man hat viele Alternativen. So, ich merke schon, ich brauche einen Kaffee. Ich habe mich jetzt aufgeregt darüber, dass ich halt nicht so sprachlich begabt bin, wenn ich noch nicht so lange wach bin. Auch wenn ich lange wach bin, habe ich ja schon Wortfindungsstörungen, aber ist ja nicht schlimm. Ich hoffe, ihr habt keine Kopfschmerzen wegen mir bekommen, aber ich bedanke mich, dass ihr trotzdem bis zum Schluss, wenn ihr dran geblieben seid und die, die das jetzt hören, sind wahrscheinlich dran geblieben, bedanke ich mich für Zuschauen, für eure Geduld. Und ich wünsche euch viel Spaß bei euren Projekten, bei euren Hobbys. Und ich wünsche euch viel Sonne, meine Lieben. Das fehlt uns jetzt die letzten Tage. Oh, ach so, und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich auf euer Abo freuen und auf ein Däumchen. Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch einen lieben Kommentar, einen lieben Gruß für mich da lässt. Ich freue mich über jedes Kommentar von euch. Und sage bis zum nächsten Video, meine Lieben. Tschüss und ciao.